auf der Flucht vor Wraiths Männern Schiffbruch erlitten. Ich muss von diesem Strand runter. Und das Wetter spielt Sam! Auch nicht mit. Sam, hörst du mich? Vielleicht flussaufwärts. Puh, gut sieht es jetzt nicht aus für uns. So schön die Rätsel gelöst. Und jetzt das. Und man sieht schon, wie der Nate sich bewegt. Der ist ganz schön hinüber. Verständlich, was er alles durchgemacht hat. Und jetzt das auch noch. Klappt echt nichts im Moment. Oh. Au. Verdammt, Sam! Sam! Jetzt bewegt sich Nate ungefähr so wie ich an einem normalen Tag. Bist du? Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren, außer mein Leben. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Ah, verdammt. Okay. Au. Oh, Scheiße. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Oh, no, nein, 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 nein. Komm nicht mehr so weit. Ich kann mir Hinweis anzeigen, dass er nicht mehr so viel Kraft hat. Nur noch kleine Sachen schaffe. Ich muss weitermachen, einfach weitermachen. Oh. Nein, 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 nein. Oh, wie gemein das ist, wenn er so kaputt ist. Nochmal hier. Verdammt. Komm, 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 das schaffst du auch noch. Ah, oh, die Finger. Nein, nein, nein.
S. I. Sic Parvis Magna. Sam. Komm schon. Wo steckst du? Mist. Ich muss zu diesem seltsamen Berg. Bleib, wo du bist, Sam. Ich komme zu dir. Puh, man hat sich jetzt ein bisschen erholt. Ich hatte uns ja schon ganz mies gefühlt, den Nate so zu spielen. Kaum noch Kraft hat. So gut abzuschätzen, ob er darüber springen kann. Ist schon ein bisschen arg weit. Mal hier hoch, vielleicht hilft das. Au. So, na, so schon besser als da einmal rüberspringen. Sah ein bisschen selbstmörderisch aus. Kannst du nicht drauf gehen? Nicht draufstellen? Ja, dann halt so. Bei mir ist plötzlich das Bild schwarz. Achso, sah auf der Vorschau nur so komisch aus, als er dunkel ist. Ich dachte, das wäre jetzt komplett schwarz. Ne, ich glaube, das wird schon wieder, ne? Wenn was komisch ist, müsst ihr im Stream Bescheid sagen. Es sah eben so super dunkel aus, aber jetzt geht schon wieder, okay. In der Vorschau sah es aus, als wäre das Bild komplett schwarz gewesen. Mich kurz gewundert. Oh. Und jetzt? Hier war ich doch gerade, oder? Das ist eine neue Höhle. Andere Höhle. Da war nicht lang. Ja, man muss anscheinend woanders hinschwingen. Sind doch nicht dafür gedacht. Nehmen wir doch lieber das. Ich könnte jetzt darauf. Da will ich aber gar nicht. Ich möchte hier lang. Und. Oh. Oh, oh! Nein, 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 nein! Da geht's weit. Weit runter. Ja, zu weit.
Kommt nach links. Jawohl. Brave. Verdammt. Pass auf dich auf. Wie macht das Seil nicht fest? Ah, jetzt. Ach, bestimmt. Oh, ein bisschen mehr Seil geben. Noch ein bisschen mehr. So, jetzt. Das war jetzt unerwartet. Wow. Wohin jetzt? Gute Frage. Sehr beruhigend. Da hat Nina endlich ihre aufgespießten Skelette, von denen sie die ganze Zeit im Twitch-Chat schon schreibt. No quarter for thieves. Ja, wenn der Nate hier richtig ist. Hier rutscht man doch wieder blöd. Ja. Himmel. Erfrischend. Hier wäre vorbeigekommen. Groß, schlaksig und lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze. Da kann man ganz offensichtlich hochklettern. Hier geht es sonst nirgendwo weiter. Hochklettern? In den Stiefeln? Bestimmt nicht. Ich allerdings schon. Ja, das geht. Nee, du hast nicht gedacht. Wie komme ich jetzt am besten weiter? Vielleicht
So. Was da? Na komm, Stück Kuchen noch. Gib dir ein bisschen Mühe. Im Sprung, meine Herren. Okay. Jetzt? Darüber scheint mir ein bisschen weit, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist das der richtige Weg. Ich habe nicht viel Auswahlmöglichkeiten, oder? Hier lang geht's nicht. Hier lang geht's auch nicht. Na dann. Okay. Immerhin regnet es nicht mehr. Ich will die kleinen Sachen freuen. Und dann Anlauf, Nate. Ach komm. Leute, falscher Alarm! Aber haltet die Augen offen! Na los! Na, der guckt grad. Muss vorsichtig sein. Hier ist hohes Gras, in dem ich mich verbergen kann. Nein, ziemlich da so blöd. Dann kommt da nicht weg. Ja, bist unpraktisch jetzt hier. Okay. Au. Unten ging es sonst auch noch lang, ist ja vielleicht eine andere Möglichkeit. Die vielleicht besser funktioniert. Ja, komm ruhig her, komm ruhig her. Danke. Wie läuft's? Hast du Insektenspray? Ja, noch einen Rest. Moskitos. Verbrauch nicht so viel. Ich glaube, das wird keine kurze Mission. Ich sehe den Sinn darin nicht. Schätze im Wert von Millionen, darum geht's. Piratenschätze sind was für Kinder. Wenn wir weiter Märchen nachjagen, gehen wir noch alle drauf.
Und nicht vielleicht mal so ein Double Takedown machen kann. Das wäre immer ganz cool. Müsste ich noch anlocken können. Na, komm noch ein bisschen näher. Kann man nämlich den auch gleich hier ins hohe Gras reinziehen. Denn sie wird auch später von anderen Leuten nicht gesehen. Komm, 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 komm. Ich brauche das. Sie hat sich nur schlafen gelegt. Brauchst dir keine Sorgen machen. So, da unten hängt einer ab. Ich kann doch so schön über die Kante ziehen dann hier. Komm her. Stealth Martin wieder am Start. Wie immer ein voller Erfolg. Oben fast gesehen. Guckt jemand her jetzt? Der da hinten guckt gerade so ein bisschen. Ach komm! Ach, da oben sitzt einer. Schade. Schade. Da oben links habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe nur auf die vor mir geachtet. Von hinten runterstoßen hat einer vorgeschlagen. Das geht manchmal ganz gut, das stimmt. Wenn du den runterschubst. Er deckt dich ins Gras. Ach, Nate. Du Nuss. Hab ihn gefunden. Was war das denn? Wollte er sich nicht mal mehr festhalten? Okay. Da rechts ist einer und hier links oben ist einer. Auf den rechts aufpassen. Was? Nein! Scheiße, was war das? Soll nun. Nur aufmerksam, hat er noch nicht gesehen. Jetzt sieht er mich gleich von rechts. Geh weg, da oben links. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Danke. Lass mal den loswerden. Komm her. Alles klar. Alles klar. Jetzt guckt er rechts auch gerade nicht. Mord für Mord nähern wir uns dem Levelende. Easy. So, gucken wir uns kurz hier rechts. Hier sind immer keine. Ich habe ein bisschen Ruhe vor den Spinnen. Hier turnt einer rum. Nein, ach Nate, du Depp! Es klappt eigentlich in Uncharted ziemlich ausgezeichnet, das ganze Gespringe und dass man auf Vorsprünge springt und nicht daneben springt. Außer an dieser Stelle, also das passiert sonst eigentlich nie, man springt immer so klug von Vorsprung zu Vorsprung. Aber an diese Stelle, die ich da rüber möchte, will er gerade nicht. Soll man einfach hier rüberspringen. Danke. Ah, kleine Waffenkiste, na dann.
müssen gucken, wo es hier theoretisch Gegner sein können. Da hinten sehe ich keine. So, die mal alle im Auge behalten. Da unten ist auch noch eine. 1, 2, 3, 4 Leute, auf die ich bis achten muss. Da hinten vielleicht nicht ganz, so oben auch noch eine. 5. Ausweichen. Autsch. Dafür wirst du bezahlen. Die sind arg viele. Schneller. Wo ist er? Nein, da war doch eben einer im Nahkampf. Einmal entdeckt, du wirst wieder. Hannes, man kann so die Gegner markieren. Das habe ich eben gerade probiert. Anscheinend weiß ich nicht mehr, wie das geht. Ich habe eben probiert, die Gegner zu markieren. Ich habe irgendwas Falsches gedrückt. Dann habe ich sie ja gelassen. Ah, da wird es nochmal erklärt. L2. Aufgepasst, hey! Und dann L3. Einen von uns erwischt. Wir haben Gesellschaft. Ich will, dass ihr mit der Suche beginnt. Sofort. Ich habe irgendwas gerade falsch gelesen oder ist nicht richtig gemacht. Fuck. Bring ich den hier dran? Nein, falsche Seite für die Deckung. Schuss besser. Das hat den muss werden. Ganze Self-Quatsch, die hier. Wer denkt sich denn sowas aus? Shotgun. Copperhead. Nehmen wir lieber die Copperhead. So. Schießen. Statt schleichen. Wie viele Waffen haben die eigentlich? Wie viel Munition habe ich dafür?
55. 16 immerhin. Da ist doch jeder Schuss ein Treffer. Hoffentlich zumindest. Die AX 160 von ihm können wir auch noch mitnehmen. So. Ja, setzt. Schön hältst du dich da fest. So, weiter geht's. Danke. Und wie Nina gerade richtig schreibt im Twitch-Chat, wenn einen keiner mehr sehen kann, kann man auch nicht entdeckt werden. Dann ist das auch Stealth. Ganz richtig erkannt. Dann zählt das praktisch auch. Hier lang. Oh, was ist das? Ah, was fürs Tagebuch. Verehrter Finder dieser Nachricht. Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihn jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hatte, seine Meinung laut auszusprechen. Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss er mir Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin aber nicht sicher, ob die Kugeln ihr Ziel erreichten. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffener Justiz erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes, erster Offizier der Suffolk, 23. März 1808. Wow, ganz schön düster. Geht. Burns Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Naja. Wir haben ja noch Glück, sind noch nicht fertig hier. Oh. Nein, 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 nein. Heilige Scheiße. Puh. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam. Du bist okay. Ja, mich holt so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre meines Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was?
heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Ja, damit hat sich das Gespräch wohl auch wieder mal erledigt. Mal sehen, was wir noch finden. Ein kleiner Hinweis wieder, der Nathan wieder auf den richtigen Pfad zurückbringt. Aber was wir genau finden, sehen wir erst in der nächsten Folge von Uncharted 4, wenn ich mit Sam zusammen weiter die Insel erkunde. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.